Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Tod. Nein, ja auch das aber, naja. Wir gucken uns erstmal hier bei Dark Souls 2 die ganzen Items an, die hier rumliegen. Edler Knochenstaub, sehr schöne Sachen. Haben wir bisher sowieso nur zwei gefunden, beziehungsweise mit diesem Ding hier zwei. Da müssen wir deutlich mehr finden noch. So, zack. Und weg hier bitte. Okay, so. Komm mal her. Ja, so. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich weiter hinter. Ah, gerade uns hingehauen. Fast zumindest. Ach, das ist aber auch so ein Drecksvieh, ey. Das ist ein Drecksgegner. Muss man jetzt einfach mal so knallhart sagen. So, ich nehme mal einen Lebensstein. So, zack. So. Einfach mal knallhart ein bisschen durchjagen hier. Der Lebensstein läuft noch. Naja, nicht viel weiter. So, Flakons ausrüsten. Da hinten ist auch noch ein Vieh. Achso, genau, hier war ein Item. Eine große Seele eines namenlosen Soldaten. 10.600 Seelen, das ist ganz gut, soweit. So, jetzt die Frage, war da hinten auch ein Item? Ne, er kommt sowieso. Von daher können wir das dann ausprobieren, auskundschaften, so. So, scheiße, der ging vorbei. Okay, so, jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Oh. Und trinken und dann einfach mal draufwamsen hier. Okay, das läuft. Nein! Oh Gott, ich hab's nicht gesehen. Verdammte Hacke. Na gut, wir können uns jetzt ein paar Gegner sparen, das ist ganz gut so. Da sind aber auch Rotzviecher, echt. Jetzt habe ich natürlich mein Giftzeug ein bisschen in den Sand gesetzt. Weniger gut. Meine Fresse, ey. Was willst du machen? So. Jetzt gehen wir hier außen um die herum. So, und machen uns nach unten. Zack. So, sparen wir uns auf jeden Fall die drei Gegner da oben. Der hier kommt allerdings noch. So, zack, zack, zack. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es gescheit hinkriegen. So. Und? Okay, ein Dings haben wir abgekriegt. Aber der Rest kommt nicht mehr hinterher. Und dann lassen wir auch dieses Teil hier unten. Dann besteht die Gefahr zumindest nicht mehr, dass wir da runterfallen können. Und da haben wir jetzt schon eine deutlich bessere Ausgangssituation. So, den müssen wir jetzt wieder ein bisschen ziehen. Ja, Pfeile haben wir jetzt nicht mehr großartig. Ich glaube, es ist sogar gar keine mehr. Ja, edler Knochenstaub. Okay, habe ich jetzt nichts Großartiges irgendwie. Zumindest habe ich da jetzt keine Zeit, um mir das anzugucken. So, und weg. Jetzt haben wir zumindest echt ein bisschen mehr Platz hier. Scheiße. Nein! Das sollte jetzt nicht so passieren. Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Wir müssen halt trotzdem aufpassen, dass wir da unten nicht hinkommen. Natürlich hätte ich jetzt, fällt mir gerade ein. Ah, komm. Ich mach's jetzt alle einfach. Nein, da lebt noch. Ich fass es nicht. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. So. Wow, 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 wow. Okay, eine Flakon müssen wir schlucken. Nein. Alter, das war doch doof. Das war doch doof. Ich hätte ein bisschen mehr Platz zwischen uns schaffen müssen, sollen, weiter weg rein sollen. Oder einfach vorher an der Plattform abspringen sollen und dann einfach per Hebel diese Plattform wieder runterholen. Hätte ich auch machen können, aber ja. Alles hätte, wenn und aber, ne? Wenn man so reagieren würde, dann wäre ich ein Profi. Bin ich nicht. Ne? Noch nicht. In 10 Jahren vielleicht.
Man weiß es nicht. Vielleicht. So. 11.000 und noch was Seelen haben wir jetzt. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch... Warte mal, ich... Ja, ich muss mal gucken, ob ich dann gleich mal was mache. So. Die müssen wir uns jetzt noch einsammeln. Hopp, hopp, hopp. Und... Scheiße, das war viel zu viel. Für meinen Geschmack. So, der ist runtergefallen, ne? Genau, 180 Seelen. Bam, bam. Wir könnten... Habe ich mir gerade so überlegt. Das habt ihr ja auch in die Kommentare geschrieben. Dass der Ring ziemlich krass sein soll. Und das ist auf jeden Fall. Wo ist er denn? Hebt tot auf, den will ich... Der ist eigentlich ganz nett, aber will ich jetzt auch nicht. Wo ist denn der? Verlangsamt den Fall zu, verringert Fall... Hä? Hab ich den schon an? Nee. Maximal CP. Hebt tot auf, zerbricht aber... Habe ich den hier gar nicht? Also der Ring der Seelen, die Seelen schützt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, da habe ich den jetzt gar nicht hier. Habe ich den noch gar nicht? Wo gab's den denn? Oder bin ich jetzt total raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ey. Okay, das war kacke, da ist viel zu schnell gekommen. So, und... Jawohl, das war schön. So, und weg. Ja, es klappt nicht. So, trink was, trink was, trink was. Da, ein, zwei Schläge dürfte noch aushalten. Scheiße, 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 scheiße. Na ja, komm. So. Dann trinken wir jetzt noch eine Flakon. Wir gucken uns erstmal ein bisschen hier um. Also, wundert euch erstmal nicht. So. Dann gehen wir jetzt hier hoch. In der Hoffnung, dass das Vieh da unten nicht mitkommt. So, zack. Und zack. Ja, der Sound leckt manchmal echt ein bisschen. Ne, das hört ihr wahrscheinlich im LP. Das liegt nicht am gerenderten Part selbst, sondern das liegt tatsächlich am Spiel. Ich habe keine Ahnung warum. So, da kommen wir später hin. Und da kommen wir auch später hin. So, da ist das Vieh. Okay, dann können wir uns eigentlich jetzt mal hier runterlassen und mal schauen. Beziehungsweise mal weiterschauen. So, genau, das kommt jetzt nicht nach. Aber der kommt. Und der. Okay, er kommt gerade doch wieder. Ja, das ist ein bisschen doof. Da müssen wir uns jetzt hier beeilen und alles Mögliche zusammensuchen. So, dann in die Ecke. Und hoffen, dass wir irgendwie noch beiseite kommen. So, Pharas oder Pharos Verkäuferdingens und eine stolze Seele. Das ist ganz schön. Okay, so, jetzt einfach vorbeilaufen. Wenn ich kann. Sehr schön. Und dann, der geht wieder zurück. Okay, das läuft. Und hier hoch kommen sie, glaube ich, nicht. Das läuft. Alles klar, ey. So, das Vieh noch umhauen, wenn ich es denn hinkriege. Alles klar. Das läuft, das läuft, das läuft. So, hier müssen wir auch mal irgendwie mal X drücken. Das muss ich mal echt eine ruhigen Minute machen. So, alle Gebiete ablaufen. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Alle Gebiete ablaufen, einfach mal X drücken. Das könnte immer ganz gut sein. So, weil hier könnte doch echt was sein, ey. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht auch doch nicht. Okay, so, das haben wir alles. Was steht hier? Sinnlos. Verschlossen. So. Da brauchte man einen Schlüssel für, oder kommt man da durch? Ach so, mit dem Hebel, klar. Ja. Aber trotzdem braucht man dafür einen Schlüssel für die oberen Gefilde. Bin mal allerdings nicht sicher, wie der jetzt heißt. So, und dann kommen wir quasi
Ich denke mal zum nächsten Boss, auch wenn ich jetzt... Ja. Oder war das so hier? Nee, ne? Also so kriege ich hier auch nicht auf. Nee, genau. Da braucht ihr den Schlüssel. Habe ich ja schon mal gesagt. So. Ein Item lag dahinter auch nicht, oder? Nee, okay. Da wollte ich jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Alles klar. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Flakons, ein paar Lebenssteine, fünf Stück. Fünf Stück, genau. Und dann gucken wir uns aber erstmal hier in der Ecke noch um und gucken, ob wir da durch können. Verschlossen. Okay. Und dann auf der anderen Seite, wahrscheinlich genauso verschlossen, ne? Was, weil man das, glaube ich, dann mit dem, der unten ist ein Item, das habe ich gesehen. Keine Angst, gehe ich gleich hin. So, genauso verschlossen. Denn ich glaube, man kriegt jetzt nach diesem Bosskampf hier einen Schlüssel. Allerdings habe ich vergessen, wie der heißt. So, Pech. Schimmernder Lebensstein. So, den müssen wir auch ausrüsten und wir müssen mal ein bisschen was aus der Schnellleiste unten packen. Denn, beziehungsweise anders anordnen. Was kommt nach Dingens? Der hier, genau. Jetzt muss ich mir erstmal angucken, wie die genau geordnet sind. So, dann machen wir das nämlich so weg. Und so. Denn das müsste jetzt so geordnet sein, ne? Warte. Wie ist das jetzt geordnet? Warte mal. So, das. Schimmernder Lebensstein. Frucht. Ach so, also doch so. Oder sehe ich, täusche ich mich da jetzt? Nee, das ist genau so. Okay, dann packen wir alles raus, was wir nicht brauchen. Alltägliche Frucht. Wären wir jetzt, ja, könnte man, nutze ich halt viel zu selten. Davon abgesehen, halt Gift und stellt TP wieder her. Die können wir auch mit einlegen. Zur Not zumindest. So, mit Gift könnte man halt auch anlegen. Ich überlege gerade, ob wir das wirklich machen sollten. Ja, das müssen wir verbrennen hier. Aber das machen wir nicht jetzt. Machen wir das so? Machen wir. Ja, ich probiere es mal. Ich weiß nicht, wie stark das Gift da ist. Ob wir da irgendwie das machen können. So. Dann kriegt man eine kleine Sequenz zu sehen. Das ist der Mann mit der eisernen Maske. Kennt ihr den Film? So. Macht das Licht aus. Gehen wir alle da heier. So sieht das nämlich aus. Alles klar. Dann haben wir die verlorene Sünderin vor uns. Ja, toll. So, Lebensstein bitte schlucken. Und aufpassen, dass wir jetzt... Weil die ist nämlich hundschnell. Auch wenn es aussieht wie ein Kerl. Okay, so. Ja, hier musste uns aufpassen. So, weg. Renn mal ein bisschen hier. Ja, toll, ey. So, jetzt bei diesem Angriff können wir dann immer ein bisschen trinken. Ah, toll, ey. Okay, wir müssen Hunds aufpassen hier. So, zack. Ah, Gott. Mach, Mann, Mann, mach! So, jetzt. Und mir fehlt Energie. Ja, ich hab's geahnt. Mann, das ist kacke. So, wir müssen echt diesen Hieb nach oben abpassen. Und ansonsten müssen wir hundsmäßig vorsichtig sein. So, immer... Ah, kacke. Das ist halt auch gefährlich, wenn der weiter weg springt. Okay, ja, das passt wieder nicht. Den müssen wir halt ausweichen. Da müssen wir rollen.
es nützt nichts. Und wenn ich das dauernd block hier, geht halt auch die ganze Zeit HP verloren. Da komme ich nicht drum rum. Das ist halt der Kack. So, komm, mach halt einfach mal. Das wird, glaube ich, nichts. Scheiße. Ah, das war noch knapp. Das war knapp. So, Kacke. So, trink was. Ah, das ist halt immer so Mist, ey. Jetzt verbrate ich die ganzen schönen Lebenssteine. Ja, das habe ich kommen sehen. Das war echt, das war doof. Das fing schon doof an. Ja, Lebenssteine trotzdem irgendwie verkackt. So gut wie, will ich mal behaupten. Naja, liebe Freunde, die letzte Sünderin. Ich weiß nicht, ob wir die später machen werden. Vielleicht gehen wir auch erstmal woanders hin. Was? Naja, einfacher ist nicht. Es ist jetzt übertrieben, aber anders ist. Da gehen wir jetzt eventuell als nächstes hin. Müssen mal sehen, wie wir das gescheit machen. Warte mal, in der Zeit. Ich gehe mal hier runter. Wir müssen halt auch im Prinzip die Dinge ins Holen. Naja, vielleicht probieren wir es in der nächsten Folge nochmal. Müssen wir sehen. Liebe Freunde, morgen geht's weiter, 16 Uhr mit Let's Play Dark Souls 2. Ich sag tschüss, bis dahin, macht's gut.